Einfach noch mal einen schönen Überblick hier. Das ist so eine Tasche, die man vorne am Lenker festmachen kann. Das ist mit diesem Klick fix. Passt eigentlich ganz gut hin. Habe auch genügend Freiraum da vorne. Und ja, das hier ist jetzt besser. Und natürlich, ich habe einfach Kugel genommen. Und wenn es die Sonne nicht scheint, dann geht das gut. Das ist dieser berühmte, schöne, sinnvolle Rückspiegel, der wirklich die Straße auch wunderbar einem zeigt, wo es lang geht, also was hinter einem passiert. Genau. Das Fahrrad macht wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Das hier vorne ist wirklich eine Leistung, das ist echt klasse, weil man hat, ja, man kann auch mal mit einer Hand das Fahrrad steuern, ohne dass einem das kleine Rad vorne irgendwie so wegrutscht. Die Federung ist genial, ich habe sowas noch nie benutzt. Das war bei dem gebrauchten Kauf dabei. Und das sind hier so Gummipuffers und wenn man sich da so drauf, dann macht das so. Und das federt eigentlich ganz schön ab, also für die Wirbelsäule, für den Rücken. Genau, ich habe da noch kein Problem mit, aber genau. Ja, der Akku geht natürlich raus, man macht das dann hier nur zur Seite. Und genieße gerade mal wieder die schöne Landschaft hier im Hinterland von Bierstadt in der Nähe von Ickstadt. Einfach schön wieder draußen zu sein. Für mich war der Kaufentscheid wichtig, weil ja, um das jetzt habe ich mich auch wieder verbabbelt. Also der Kaufentscheid für mich war, ich wollte wegkommen von dieser normalen Herrenstange, weil ich einfach nicht mehr so gut mit dem Bein hier drüber komme. Und siehe da, ja, so ist das Ein- und Aussteigen eben halt zu jeder Seite deutlich gut und einfach, gerade bei uns im Alter. Als junger Spund bin ich da halt auch natürlich ruckzuck drüber gewesen mit dieser normalen Mittelstange. Und das andere Problem ist halt, was ich auch oft erlebe, ist, dass es gibt ja sehr, sehr viele Fahrräder, die angeboten werden, also Pedelecs oder volksmündlich gesagt E-Bikes. Viele werden verkauft mit wenig Kilometer. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es daher kommt. Viele haben nicht eine Garage. Nein, die müssen es in den Keller runterbringen. Und die Kinder sagen dann, hey, pass mal auf, Oma oder Papa oder so, guck mal, hier haben wir dir ein Fahrrad gekauft, ist echt super, da kannst du schön mitfahren. Ja, schön mitfahren kann man. Aber wenn du keine Garage hast und dann so ebenerdig so schön rausrollen kannst, musst du es im Keller verstauen. Und verstauen ist tatsächlich verstauen und man kann sich auch verstauchen. Die Plätze die Treppen sind schmal, sind eng und dann hat das Ding halt so 23 Kilo und das kriegt man im Alter nicht mehr so leicht hoch, auch nicht um die Kurven rum. Ja, man kann den Akku wegnehmen, da hast du 3 Kilo oder 2 Kilo weniger, das macht wirklich was aus, das ist vollkommen richtig. Wenn ich die Treppen hochgehe, nehme ich die Sachen und vorne das natürlich ab. Aber ich denke halt wirklich, für uns ältere Menschen, man kann mit dem Fahrrad genauso gut fahren wie mit dem Großen. Es ist einfach sicherer. Ich bin jetzt auch schon, ich bin im City gefahren, in der Fußgängerzone und das fällt nicht so auf. als wenn man mit einem großen Fahrrad fährt. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. So, dann war ich einfach mal hier so auf diese und schaue mich mal selber an. Also das ist eigentlich das, was ich auch so erlebe. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und in der Stadt, dann ist das so schön klein und handlich. Es fällt nicht so auf. Man muss ja nicht mit 40 durch die Fußgängerzone brettern. Vollkommen richtig. Und ja, das hier ist eigentlich ein
besserer Rollator. Also natürlich hat das mit dem Rollator hier nichts zu tun, aber irgendwie rollen tut's. Und man kann langsam durchfahren, man kann ja fast Schrittgeschwindigkeit fahren. Und das macht die Sache halt wirklich alltagstauglich in jeder Situation. Ne? Also das freut mich. Also da bin ich sehr erfreut. Ich habe das andere Fahrrad, habe ich noch für längere Strecken, falls es mal dazu kommt. Ja, habe ich es auch von Hercules. Bin auch sehr zufrieden mit Hercules überhaupt. Das ist ein Hercules DI 2. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich habe da schon mal so einen YouTube-Film drüber gemacht, fast an der gleichen Stelle. Und das ist das Hercules Edison DI 2. Sehr zu empfehlen. Richtig schön. Auch der Motor natürlich, auch wie hier. Die sind leise, man hört es im Alter sowieso nicht mehr, weil man ja so gewisse Schwächen hat, vielleicht im Hören. Ja, so ist das und ich muss sagen, klasse. Ich weiß, dass jetzt hier zum Beispiel auch noch ein Klappstuhl, ja, so ein Falt, ja, ihr kennt das vielleicht. Das sind diese kleinen Röhrchen mit so Kordeln drin, da tut man ein Tuch drüber und das ist dann plötzlich ein Sitz. Und das ist sehr schön, passt hier noch wunderbar dran. Also ich kann mich hier richtig gut versorgen, kann ich sagen. So, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen hier im Bild gehalten. Und ja, sage einfach mal Tschüss, richtig klasse. Bin sehr angetan von diesem Bike. Kann es wirklich nur empfehlen. Der Preis, ja, neu würde ich es mir auch nicht unbedingt leisten wollen. Es ist schon ein stolzer Hammer für so ein Fahrrad, für so ein Faltrad. Wenn man es gebraucht, kriegt so für um die Schnitt 1,5 mit vielleicht sogar nicht so viel Kilometern. Da macht man eigentlich nichts verkehrt. Das ist so ein Fahrrad, wo man sagt, ja, das ist so für Camper und für die, die so einen Campingwagen haben und so. Ja, das mag sein. Ich habe keinen Campingwagen, aber das ist so das Typische, was man eben so sieht als Empfehlung für die Leute, die eben halt so ein Touring-Modell haben. Ne? Und dann könnt ihr das eben auch sehr gut drin verstauen in dieser Garage. Okay? Ja, also ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.